Hallo, ihr Wundervollen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Tarotbotschaft. Wir schauen heute in die Karten, was denn die kommenden 48 Stunden so mit sich bringen. Ich habe hier die Tarotkarten, Orakelkarten und noch Klärungskarten. Also wir gehen richtig in die Klärung, dass es möglichst akkurat für dich ist, wie denn die Energien in den nächsten 2 Tagen, 2 Nächte, 48 Stunden so sein werden. Ne? Ich habe hier das Modern Witch Tarot. Ich finde, es passt übrigens sehr, sehr gut zu dieser Rückseite hier. Das ist das hier. Und das werde ich höchstwahrscheinlich nicht mitnehmen nach Thailand. Irgendwo muss ich ja Abstriche machen. Irgendwas muss ich zu Hause lassen. Und ich tendiere dazu, das zu Hause zu lassen. Ich habe nicht den allergrößten Zugang dazu. Ich finde, es ist cool gemacht, es ist modern dargestellt, es macht Spaß, es hat eine schöne Qualität, aber ja, manchmal sind das so Sachen, die kann man nicht so beschreiben, weißt du? Das ist manchmal einfach so ein Gefühl. Ja, deswegen, ich tendiere dazu, die hier zu lassen. Wir gucken aber jetzt auf jeden Fall gleich mal in diese Tarotkarten rein. Wir gönnen ihnen quasi noch einmal bespielt zu werden, bevor sie vielleicht ein paar Monate lang nicht mehr bespielt werden. Ups. So. Und ich würde sagen, wir schauen als allererstes mal hier in die Orakelkarten. Was ist denn die Energie für die nächsten 48 Stunden fürs Kollektiv? Denkt bitte daran, das ist natürlich eine kollektive Legung. Das bedeutet, vielleicht trifft nicht alles zu 100% auf dich und deine Situation zu. Du musst das immer dann ein bisschen für dich ummünzen und gucken, ob das deine Legung ist. Wenn du hier drauf gestoßen bist, auf das Video, es angeklickt hast, ist auf jeden Fall eine wichtige Botschaft für dich enthalten. Und hier haben wir schon die Energien für die nächsten 48 Stunden. Lass uns mal reinschauen. Wir haben einmal den Beobachtungsposten und einmal trautes Heim. Super, super spannend. Denn guck mal, was hier so spannend ist, das sind wieder zwei aufeinanderfolgende Karten. Das hatten wir schon in der letzten Legung. Das finde ich immer besonders spannend, weil die Karte sagt, dass es gerade darum geht, die Dinge mehr zu beobachten aus einer objektiven Perspektive, vor allem in den nächsten 48 Stunden, dass es darum geht, ein bisschen Abstand zu gewissen Themen zu nehmen, zu einer gewissen Thematik, diese Thematik aus der Entfernung zu beobachten, zu betrachten, dich nicht zu sehr damit zu identifizieren und dadurch aus einer sehr klugen Position Schlussfolgerungen zu ziehen. Denn meistens, wenn wir zu sehr involviert sind, dann wird es immer ein bisschen schwierig, ja, dann sind wir sehr emotional, dann sind wir sehr aufbrausend und so weiter. Wenn wir uns aber ein Stück weit zurückziehen, das kann auch sein, dass es darum geht, etwas zu beobachten, was in deiner Vergangenheit liegt, ja, weil dieser Fuchs guckt so ein bisschen hier in diese Vergangenheit rüber. Hier erscheint es mir so, dass es darum geht, eine Situation aus deiner Vergangenheit, aus einer Beobachterposition anzusehen und vielleicht auch zu erkennen, warum war das wichtig für mich, dass ich das erlebt habe. Was kann ich daraus lernen? Und auch zu erkennen, dass du nicht mehr die Person aus der Vergangenheit bist. Was dann passiert ist, trautes Heim, du fühlst dich in dir selbst angekommen. Du fühlst dich mit dir selbst wohl, du fühlst dich mit deinem Leben wohl. Du hast einen Ort der Geborgenheit in dir, weil du nicht mehr mit deinem Schicksal so sehr haderst. Und das kann man natürlich auf innen beziehen, trautes Heim, wie es jetzt hier, finde ich, dargestellt ist. Aber es bedeutet eventuell auch, dass es gerade für dich darum geht, nochmal zu prüfen, wie kannst du es dir zu Hause hinsichtlich des kommenden Winters noch gemütlicher machen? Wie kannst du dich dort noch wohler fühlen? Und ja, das darf auch einhergehen, das innere und das äußere Heim, ja. Gucken wir mal in die Tarotkarten, was da auf dich warten wird, ja, was genau vielleicht auch dazu führt. Und ich möchte einmal schauen, was denn kommt in den nächsten 48 Stunden und was geht, ja. Was haben wir hier für Energien, die reinkommen? Einmal die reinkommenden Energien, bitte. Einmal die reinkommenden Energien. Dankeschön. Das sind schon mal die reinkommenden Energien, die Energien, die zu dir hinkommen. Wir haben hier einmal die 8 der Münzen, einmal den Gehängten und wir haben hier einmal die 4 der Stäbe. Ich mache das mal nach oben, weil wir dann noch in die Klärung natürlich gehen. Ja, genau was ich gesagt habe mit dem Gehängten hier als große Arcana-Karte. Es gibt hier eine Situation, wo du eine neue Perspektive brauchst. Ganz wichtig, eine neue Perspektive, weil du machst es dir mit der jetzigen Perspektive eventuell schwerer, als es sein müsste. Ja? Du siehst dich als Opfer der Umstände, du gehst immer wieder in schmerzhafte Erfahrungen der Vergangenheit und so weiter. Es braucht hier eine neue Perspektive.
Und das ist eine Sache, an der du schon länger arbeitest. Du bist da schon auf einem sehr guten Weg, sagt dir das Tarot. Du bist auf einem sehr guten Weg und es scheint mir fast, als wäre es der letzte wichtige Schritt für dich, damit du dann mit der Federstäbe, und das ist das traute Heim, die Stabilität hast und das Wohlfühlen und wieder die Freude. Und die kann Einzug erhalten in den nächsten 48 Stunden. Es geht hier ganz, ganz arg um so eine letzte große Prüfung, bevor du wieder diese Lebenslust für dich aktivieren oder erhöhen kannst. Vielleicht ist sie schon da, aber vielleicht möchtest du sie noch erhöhen. Vier der Stäbe zeigt immer auch ein sich wohlfühlen mit sich und anderen. Es zeigt Stabilität, es zeigt Sicherheit auch. Es zeigt, dass man von einem langen Weg schon ganz schön gut was zurückgelegt hat, dass man ein Etappenziel erreicht hat. Ja. Und vielleicht kann es bei dem einen oder anderen auch so sein, dass du sagst, boah, ich habe schon echt viel dafür getan, viel daran gearbeitet, lohnt es sich noch, ich habe doch schon so viel Mühe reingesteckt und es bewegt sich gerade nicht vorwärts. Doch, es braucht nur einmal diesen Perspektivwechsel, was du schon alles erreicht hast vielleicht, was dir das alles schon an Geschenken gebracht hat, was du bisher erlebt hast, was du schon alles auf der Haben-Seite hast. Nicht so sehr, was fehlt noch auf der Soll-Seite, sondern was habe ich schon auf der Haben-Seite, hin auf dem Weg zu meiner Wunscherfüllung. Es geht vielleicht auch um eine objektive Inventur, denn manchmal verlieren wir ein bisschen den Blick dafür, was wir schon alles erreicht haben. Denn gucke mal, du hast eigentlich hier schon 6 Münzen erreicht. Du bist an der 7. dran und die 8. Fehlt dann noch sozusagen. Aber du hast schon 6 Münzen fertiggestellt. Du hast schon richtig viel für dich erreicht und eventuell siehst du das gerade nicht, weil du so involviert bist. Nimm eine neue Position ein, guck mal, was hast du denn schon für Früchte geerntet? Was hast du denn alles schon für dich an Stabilität auch kreiert, aufgebaut? Was hast du in einer bestimmten Situation mit einem Menschen schon für dich erreichen können, allgemein auch in deinem Leben? Und das ist auch so ein bisschen die Karte Herz über Kopf. Also mal nicht so den Kopf einschalten im Sinne von, oh, wo will ich noch hin, was braucht es noch, sondern das Herz, das doch sagt, wow, wir können so stolz auf uns sein, da ist schon so viel. Und das sollen wir erstmal feiern, oder? Das dürfen wir erstmal feiern, bevor wir nach mehr Sternen uns recken und strecken, ja? Ich bin die Letzte, die dich sagt, geh vorwärts und pflück neue Sterne vom Himmel und denk immer größer. Ja, ich liebe das. Aber das geht vor allem dann gut, wenn wir das, was jetzt hier ist, ehren und feiern. Und das ist auch die 4 der Stäbe, ist auch ein Feiern. Also hast du überhaupt deine letzten Erfolge schon gefeiert? Hast du das in letzter Zeit gefeiert? Dir was gegönnt? Etwas, was du dir sonst vielleicht nicht gönnst, ein bestimmtes Essen, eine Sache, die du schon längst kaufen wolltest. Oder bist du immer nur streng und guckst, was ist noch nicht da? Aber da kommt was in Wandel, ganz spannend. Und du wirst ein ganz neues Wohlfühlen in dir dadurch entwickeln. Was geht denn energetisch, bevor wir in die Klärung gehen? Na, und das sind schon die 3 Karten, was energetisch geht. Wir haben hier einmal den Stern. Wir haben hier einmal die 6 der Kelche und die 7 der Münzen. Was hier geht, ist, ich sag dir, wie es ist, da ist jemand eventuell in deiner Vergangenheit, wo du immer die Hoffnung hattest, dass diese Person sich noch bei dir entschuldigt, dass diese Person nochmal auf dich zukommt, dass diese Person ihren Fehler erkennt. Ja, und du wartest und du sagst, wann kommt denn das? Und dieses Warten, als würde das ein Ende nehmen, weil du eine neue Position eventuell einnimmst, ja, das können die gleichen Situationen sein, müssen es aber nicht, aber es können die gleichen Situationen sein, dass du hier auch eine neue Position einnimmst und sagst, ganz ehrlich, ich bin im Reinen mit mir und es ist voll okay, wenn die andere Person sich nicht entschuldigt, dann ist es für sie nicht wichtig und auch für mich nicht wichtig. Und ich gehe jetzt weiter, ich warte nicht länger ab. Also als würdest du deine abwartende Position und deine hoffnungsvolle Position und diese Position von, ach, vielleicht wird das alles wieder wie früher, und all diese Gefühle, als würdest du die loslassen. Was passiert, wenn wir das loslassen?
wir verändern etwas, wir nehmen eine neue Position ein und wir sagen ganz ehrlich, es ist mir doch egal, was, auch wenn da nichts mehr kommt, aber ich kreiere jetzt für mich Stabilität. Ich fange jetzt an, das Leben zu feiern. Ich warte nicht da auf irgendetwas. Ich brauche die Entschuldigung eines anderen Menschen nicht. Die Vergebung eines anderen Menschen brauche ich auch nicht. Ich brauche nichts von außen. Als würdest du das plötzlich erkennen, wie schwer du es dir damit machst und sagst, stopp, keine Lust mehr. Das ist mal der erste Eindruck hier, ja. Was haben wir auf dem unteren Kartendeck schon mal? Die Gerechtigkeit, genau. Als hättest du ganz lange auf eine Gerechtigkeit gewartet und plötzlich nimmst du eine neue Position ein und erkennst, Moment, nur ich kann mir Gerechtigkeit geben und ich kann für mich die Dinge ins Reine bringen, in Balance bringen. Und alles andere unterliegt nicht mehr meinem Wirkungsbereich. Das regelt das Universum, das ist die universelle Gerechtigkeit für mich. Könnte hier eine wichtige Rolle spielen, irgendeine Vergebungsangelegenheit. Ich möchte mit den Lennys reinschauen, ja, in eine Klärung. Einmal bitte in eine Klärung auf das, was kommt. Das, was kommt, einmal in die Klärung bitte. Einmal der Schlüssel. Storch. Eine Erkenntnis kommt zu dir und diese Erkenntnis ist der Schlüssel für etwas, wo du nicht mehr weitergekommen bist, etwas, was dir verborgen war. Als hättest du immer gesagt, mir fehlt noch der Schlüssel, der endlich das Geheimnis lüftet, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Ich habe schon so viel dafür getan, aber es ist, als würde mir ein letzter Schlüssel fehlen, eine letzte Erkenntnis, ein letzter Aha-Moment, ein letzter Schritt. Und das kommt, das wird zu dir gebracht. Der Schlüssel wird zu dir gebracht. Das kann auch übrigens sein, ja, dass eine Person vielleicht eine Rolle für dich spielt in den nächsten Tagen, die dir hilft, eine neue Perspektive einzunehmen. Ein Buch, das du liest. Etwas, was zu dir gebracht wird. Und plötzlich siehst du das. Plötzlich öffnet sich da etwas. Und es ist, als würdest du in einem geheimen Buch lesen, wo all die Lösungen drinstehen, auf die du immer gewartet hast. Du hast schon Ausschau gehalten danach. Wann kommt der Schlüssel? Wann erkenne ich es? Wann? Und du bist da dran geblieben und jetzt kommt es. Der Schlüssel kommt. Einmal auf das, was geht. Auf das, was geht, bitte. Was haben wir denn hier? Der Park. Der Berg. Und da ist uns ja glatt die Kamera ausgegangen. Jetzt machen wir aber weiter. Ich war genau hier stehen geblieben mit dem Park, den Bergen und dem Schiff. Und da ist einfach eine Blockade, wo es nicht weitergeht. Es geht nicht in die Öffnung, so könnte man das sagen, ja. Hier öffnet sich jemand nicht. Und es geht darum, dass du weiterziehst mit dem Schiff. Dass du weiterziehst, dass du einfach das hinter dir lässt und auch einfach sagst, okay, ich verlasse jetzt meinen wartenden Posten. Ich ziehe weiter. Ich ziehe hin zu neuen Abenteuern, ja. Hin zu neuen Abenteuern, das ist das, was ich hier sehe. Und ich kläre es nochmal weiter mit den Tea Leaves. Einmal wieder auf das bitte, was kommt. Was haben wir hier? Auf das. Dankeschön. Was kommt? Der Erfolg. Der Erfolg stellt sich ein in dieser oder natürlich kann das auch eine andere Angelegenheit sein oder sogar zwei Angelegenheiten betreffen. Aber der Erfolg stellt sich hier in den nächsten 48 Stunden ein. Das liegt über allem, ja? Das liegt über allem. Wow, okay. Dann nehmen wir die mal. Das sind einige. Nehmen wir die mal. Kräfte haben gegen dich gearbeitet, ja? Da waren Kräfte, die haben gegen dich gearbeitet und das war auch nicht einfach. Und vielleicht gibt es immer noch Kräfte in dir, obwohl sich der Erfolg einstellt, die eventuell gegen dich arbeiten und sagen, oh,
ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich richtig so? Ne, wir kennen das doch alle. Es läuft eigentlich gut, aber dann haben wir so eine leise Stimme, die uns sabotieren will. Oder jemand von außen. Lass es nicht an dich ran. Der Erfolg ist hier stärker. Der Stern ist eine ganz starke Karte hier, ja. Es ist die Zeit zu agieren, in Aktion zu treten, und wirklich zu sagen, ich gehe los, ich habe jetzt den Schlüssel und ich gehe weiter. Es ist so dieses Weitergehen. Ich habe doch das Gefühl, dass du immer noch durch diese Abwarterposition auch bei dieser Sache hier oder in dieser Sache nicht weitergekommen bist. Ja, es gibt neue Möglichkeiten. Wege werden sich dir öffnen und ja, du wirst dich verändern. Du wirst dich verändern. Wir haben hier die Veränderung liegen. Du wirst dich verändern. Das ist dieser Schlüssel, den du bekommst, dieser Aha-Moment, diese Erkenntnis wird dich verändern. Natürlich, weil du wirst nicht mehr diese abwartende Frau sein. Und selbst wenn du sagst, na, ich warte eigentlich gar nicht ab auf eine Entschuldigung, ich habe damit abgeschlossen. Irgendwas in dir wartet noch insgeheim ab. Aber das ändert sich, ja. Lass uns mal auf diese Situation hier nochmal gucken, was hier gehen darf. Was darf hier gehen? Ja, es waren Unklarheiten. Hier waren Unklarheiten. Eine Situation mit einem Menschen eventuell oder einer Sache aus der Vergangenheit, wo du das Gefühl hattest, das ist nicht hundertprozentig geklärt. Wir hatten nie dieses klärende Gespräch. Wir haben es nie zu 100% abgeschlossen. Wir haben nie wirklich in der Tiefe drüber gesprochen. Und natürlich ist es dann manchmal schwer, da ganz abzuschließen. Es ist hier wichtig, dir nicht selber etwas vorzumachen. Also mach dir nicht länger vor, dass diese Person auf dich zukommen wird. Mach es dir nicht länger vor. Wichtig, das möchte dir der Drachen hier sagen. Damit betrügst du dich selber und hältst dich auf, deine Träume zu verwirklichen. Wenn du das nicht länger tust, dann führt das zu Erfolg, ja? Hier haben wir auch wieder den Erfolg liegen. Wir haben den Erfolg hier, der garantiert ist. Hier haben wir auch den Erfolg liegen, der sich einstellen wird. Vor allem, wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten und an deiner Position hier zu arbeiten. Und hier, guck mal, stepping into a new experience. Es geht rein in eine neue Erfahrung für dich. In etwa, das habe ich gesagt, ein neues Abenteuer. Vielleicht kannst du irgendwie eine Sache, vielleicht gibt es etwas, was du eigentlich schon lange machen möchtest, aber irgendwie diese abwartende Position hat dich Kraft gekostet. Es geht jetzt darum, in eine neue Erfahrung reinzusteppen, dir was Neues zu erlauben, in ein neues Abenteuer reinzugehen und einfach sagen, hey, das war nicht für mich, wenn bis jetzt nichts kam, es war nicht für mich. Goodbye, in Liebe, in Dankbarkeit und ich ziehe mit meinem Schiff weiter. Ich ziehe weiter. Hier auch mit dem trauten Heim, ja. Ich habe die Kraft, dass ich mir selber mein trautes Heim bin, dass ich mir selber alles gebe, was ich brauche. Und da mit meinem Häuschen auf dem Rücken ziehe ich jetzt weiter sozusagen, ja. Das finde ich ganz, ganz toll, weil hier ist ganz leicht angedeutet wie so ein Schneckenhäuschen. Ich habe mein Häuschen auf dem Rücken und damit ziehe ich jetzt weiter, ja. Das sind hier die Botschaften, spannende 48 Stunden, die hier warten. Hier kommt wirklich ein Umbruch, der eventuell eine neue Ausrichtung für dein gesamtes Leben bedeuten könnte. Eine neue Ausrichtung, was deine Energie bedeuten könnte, denn das kostet uns viel Energie, unbewusst noch zu warten oder bewusst zu warten. Und das könnte der Game Changer für dich sein, um deine Energie nochmal auf ein ganz neues Level zu bringen und vor allem hier in einer Sache richtig zum Erfolg zu kommen. Vielleicht auch, ne, arbeitstechnisch kann auch sein, dass dich das bisher blockiert hat. Diese Angelegenheit hat dich in einer anderen blockiert oder es ist dieselbe. In jedem Fall kommt es aber zum Erfolg hier, ja. Das sind sehr, sehr intensive 48 Stunden. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Und ich freue mich von dir zu lesen in den Kommentaren. Ich freue mich über dein Däumchen, über ein Abo und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du keine meiner Legungen. Und dann sage ich einfach, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns Sonntag zur Wochenbotschaft. Bis ganz bald.